im Südosten der Türkei, man in diesem Falle sofort sicher, dass nur Antiochos der Erste. Bis heute sind diese unsterblichen Botschaften nicht aufgetaucht, weder auf dem Eskikata noch auf dem Berg Nemrutak. Dort ist die Lage ohnehin verwirrend. Zuerst musste Antiochos wohl seinen eigenen Sarkophag in der Bergspitze versenken. Dann wurden die drei Terrassen um den Bergspitz herum angelegt und das gesamte Material, das dabei frei wurde, das sind faustgroße Schottersteine, über die Grabkammer von Antiochos Grab geschüttet. Auf den Terrassen entstanden anschließend die Götter- und Menschenthrone, eben die Vorfahren von Antiochos. Das beginnt mit Darius dem I., der lebte von 522 bis 486 nach Christus. Dann folgte Xerxes der I., Artaxerxes der I., schließlich Darius der II. Und Artaxerxes der II. Und auf der Rückseite seiner Vorfahren ließ Antiochos auch gleich einmeißeln, um wen es sich handelte. Und vor jeder Stele stand ein kleiner Block, vermutlich gedacht als Altar. Das Material der Stelen besteht übrigens auch Kalkstein und grünlichem Sandstein. Dann auf der Westterrasse sitzen auf pompösen Thronen die Götter Zeus, Herakles, Apollon, die Göttin der Kommagene sowie der Bauherr selbst, Antiochos der I. Dazu kommen auf der West- wie auf der Ostterrasse verschiedene Reliefs, stolze und ernst dreinblickende Adlerköpfe sowie die grünliche 2,40 breite und 1,75 Meter hohe Platte mit einem mächtigen Löwen. Er trägt die Mondsichel um den Hals und ist von 19 Sternen umgeben. Deshalb nennt man den Stein auch die Horoskopplatte. Da gibt es Sterne mit 8 und andere mit 16 Strahlen. Doch auch hier sorgte der Bauherr dafür, dass die Zukunft gefälligst wisse, um was es sich handle. Gemeint war nämlich, im Horoskop des Antiochos würde das Sternbild des Löwen aufgehen. Und gleichzeitig standen neben dem Mond die Planeten Mars, Merkur und Jupiter in demselben Sternbild. Auf diese Weise begrüßte ein Himmelsgott nach dem anderen den Antiochos. Ja, und auf der großen Inschrifttafel ist auch noch vermerkt, Antiochos habe diese Monumente als Dank für den sichtbaren Beistand der Götter und der vergöttlichten Ahnen errichtet. Dieser Antiochos muss zu seinen Lebzeiten Schwierigkeiten gehabt haben, denen er nur mit Hilfe der Götter entrinnen konnte. Aber was für Botschaften, was für Inschriften, welche Kultgegenstände hat Antiochos mit in sein Grab auf die Bergspitze genommen? Wir wissen es nicht. Denn hier ist einem Architekten ein Geniestreich gelungen, der bis heute nicht geknackt werden konnte. Der deutsche Archäologe Friedrich Karl Dörner, der sich außerordentlich für die Erhaltung der Stelen und Figuren auf dem Nemrutak verdient gemacht hat, hatte schon 1956 versucht, einen Gang zum geheimen Grab des Antiochos zu finden. Ein Stollen wurde angelegt und Schutzmaßnahmen getroffen, damit die herunterkollernden Steine nicht alles wieder verschütteten. In seinem Buch »Der Thron der Götter auf dem Nemrutak« vermerkt Karl Dörner: »Wir kamen nicht weit, denn schon bald setzte der gewachsene Felsen unserem Vordringen ein Ende.« 1984 war derselbe Karl Dörner mit einem Expertenteam erneut auf dem Nemrutak. Mühsam wurden Holzgerüste und sogar ein hydraulischer Kran auf dem Berg transportiert. Doch diesmal ging es nicht in erster Linie um das geheime Grab, sondern um die Erhaltung der Statuen und Stelen. Von denen liegen heute noch einige verkehrt, Sie sehen es am Bild. So sind sie tatsächlich oben zu fotografieren. Aber immerhin, dank deutscher Hilfe, sitzen die Götter inzwischen wieder auf ihren Thronen. Aber was ist mit dem Grab von Antiochos? Im Sommer 1989 transportierten Archäologen und Geophysiker des Westfälischen Museums in Münster Messgeräte auf die Bergspitze. Mit Hilfe von Magnetometern und Seismometern wurden Hohlräume im Innern des Felses angepeilt. Aber auch festgestellt, dass die Schotterschicht, welche die Bergspitze bedeckt, aus drei verschiedenen Lagen besteht.
Die Architekten vor über zwei Jahrtausenden wussten, was sie taten. Absichtlich hatten sie aus dem Fels gewachsene Abstufungen freigelassen, damit der Schotter darüber nicht herunterrutsche. So wissen wir denn bis heute nicht, welche Geheimnisse Antiochos mit in seine Gruft nahm. Auch hätte ich gerne sein Verhältnis oder das seiner Vorfahren zu den Göttern erfahren. Schließlich muss dieser Antiochos seinen Göttern ewig dankbar gewesen sein. Was haben sie so Besonderes für ihn getan? Die Welt hat noch lange nicht alle Geheimnisse freigegeben. Für zukünftige Forscher, für zukünftige Wissenschaftler bleibt eine Menge zu tun. Nun, auf dem Nemrut-Dach wird man früher oder später fündig werden und, so hoffe ich, im Grabe des Antiochos auch die Schriften finden, die weit in die Vergangenheit der Götter zurückreichen. In Indien aber ist es genau umgekehrt. Dort sind die alten Schriften vorhanden, die klipp und klar von den Göttern und ihren Himmelswagen berichten. Die indischen Überlieferungen fordern uns auf, von der Geschichte zu lernen. Denn in der Vergangenheit unseres Planeten gibt es tatsächlich dunkle Flecken. Im achten Buch des Mahabharatas, das ist das indische Nationalepos, wird von einer unbekannten Waffe berichtet, die wie ein strahlender Blitz gewesen sei. Die Menschen seien zu Asche zerfallen, die verglühten Körper waren unkenntlich und diejenigen, welche davonkamen, denen seien sogar Haare und Nägel ausgefallen. Die Töpfer waren zerbrochen bei der kleinsten Berührung. Die Vögel fielen vom Himmel. Und in kurzer Zeit war alle Nahrung giftig. Der Blitz legte sich über alles wie feiner Staub. War dies eine Beschreibung von Hiroshima? Nein, die Beschreibung stammt aus altindischen Texten. Ich habe mich immer gefragt, ob denn derartige Zerstörungen tatsächlich stattfanden oder ob sie nur im Gehirn eines fantastischen Literaten entstammen. So machte ich mich auf die Suche nach restlos zerstörten Städten. Und ich fand eine Stadt, ausgerechnet im Paradies auf Erden. Im nördlichsten Teil Indiens liegt das Hochland von Kaschmir. Eine kaschmirische, im Volk fest verankerte Legende behauptet, das Kaschmirtal sei in Wirklichkeit das gelobte Land gewesen, das Moses den Kindern Israels versprochen habe. Dieses Kaschmirtal liegt über 2000 Meter hoch und unterscheidet sich schon deshalb von der dampfenden Schwüle des übrigen Indien. Erholungszonen von großer Weite und ungewöhnlicher Blumenpracht. Die Hauptstadt Kaschmirs heißt Srinagar. Sie liegt am Ausgang des Vula-Sees. Das Tal trägt die Bezeichnung Himmel auf Erden oder eben Paradies auf Erden. Srinagar selbst wird als das Venedig Asiens bezeichnet. Die Stadt ist von Kanälen durchzogen, auf denen es von Booten, Gondeln und verankerten Hausbooten wimmelt. Srinagar liegt auf dem 34. Breitengrad, also auf der Höhe von Gibraltar oder Damaskus. Dennoch ist es angenehm, eben wegen der Höhe. Die Sommertemperaturen liegen bei 30, die Wintertemperaturen gerade bei 4 Grad. In Srinagar selbst, doch auch in den Dörfern ringsum, herrscht das emsige Treiben der indischen Bazars. Die engen, oft überdachten Straßen sind voll von Menschen. Früchte und Blumenstände sind schwer beladen. Die Bevölkerung ist fleißig. Traurig ist nur, dass immer noch Kinder ab 6 Jahren zur Arbeit herangezogen werden. Vor Jahrtausenden aber muss sich in diesem landschaftlichen Paradies eine ungeheure Katastrophe ereignet haben. Die Ruinen von Paraspur außerhalb Srinagars beweisen es. Da war einst eine Stadt und inmitten der Stadt ein gewaltiger Pyramidenturm. Die terrassenförmigen Fundamente sind gerade noch erkennbar. Dahinter aber liegt das Chaos. Eine einzige Wüstenei von zerbröselten, zerbrochenen, zersprengten Steinen, als wäre der ganze Pyramidenturm auf einen Schlag dem Erdboden gleichgemacht worden. Während ich im Trümmerhaufen herumstocherte, fiel mir eine andere Passage aus dem indischen Mahabharata ein. Es war, als seien die Elemente losgelassen. Die Sonne drehte sich im Kreis.
Von der Glut der Waffe versenkt, taumelte die Welt in Hitze. Elefanten waren von der Glut angebrannt und rannten wild hin und her. Das Wasser wurde heiß, die Tiere starben. Das Toben des Feuers ließ die Bäume wie bei einem Waldbrand reihenweise stürzen. Pferde und Streitwagen verbrannten, Tausende von Wagen wurden vernichtet. Dann senkte sich die Stille. Es bot sich ein schauerlicher Anblick. Die Leichen der Gefallenen waren von der fürchterlichen Hitze verstümmelt, dass sie nicht mehr wie Menschen aussahen. Niemals zuvor haben wir eine so grauenhafte Waffe gesehen und niemals haben wir von einer derartigen Waffe gehört. Auch in der weiteren Umgebung von Srinagar stieß ich immer wieder auf Trümmerhaufen, auf Felsvorsprünge mit glänzenden Wänden, wie wenn sie großer Hitze ausgesetzt gewesen wären. Dann wieder, wie mit einer Götterfaust hingeschmettert, mächtige, ehedem bearbeitete Gesteinsbrocken, vollkommen zusammenhanglos in der Gegend liegend, als ob sie durch eine Explosionswucht hierher geschleudert worden seien. An den Stufen der kleineren Tempel ist aufgeräumt worden. Die Einwohner Srinagars verwendeten die noch brauchbaren Steinbrocken für ihre Häuser. Doch nur um die Ecke, schon die nächste Geröllebene. Steine unterschiedlicher Größe, kunterbunt durcheinander, über eine Strecke von mehreren Quadratkilometern. Ja, und im sumerischen Gilgamesch-Epos ist nachzulesen: Es schrie der Himmel, Antwort brüllte die Erde, ein Blitz leuchtete auf, ein Feuer flammte empor, es regnete Tod, die Helle verschwand, es erlosch das Feuer. Was vom Blitz erschlagen war, wurde zu Asche. Hier im Hochland von Srinagar bei Parashpur drängte sich mir der Eindruck einer explosionsartigen Vernichtung auf. Ich kenne Tempelruinen, die von der Zeit angefressen, langsam zerbröseln und in sich zusammenfallen. In Parashpur war alles anders. Hier muss die Zerstörung plötzlich mit fürchterlicher Wucht gekommen sein. Ja, und fährt man vom Zentrum der einstigen Anlage aus in die Runde, fallen die Größe und das Gewicht derjenigen Steinbrocken auf, die etwa in demselben Abstand vom Mittelpunkt entfernt liegen. Mir sind die Legenden von den Göttern und ihren furchtbaren Waffen geläufig wie das kleine Einmaleins. Darum hat der Gedanke einer Zerstörung aus der Luft für mich nichts Absurdes an sich. Haben wir aus der Geschichte gelernt? Solange wir sie nicht mal zur Kenntnis nehmen, solange wir die alten Überlieferungen als nichtssagende Legenden abtun, solange wir die Schreiber der tiefen Vergangenheit als begabte Phantasten erklären, solange haben wir nichts von der Geschichte gelernt. Kaschmir, das paradiesische Hochland in Indien, bietet farbenprächtige Berglandschaften, Seen und Kanäle. Und vor den Toren Srinagars die Überreste einer Kultur, die durch fürchterliche Waffen zugrunde ging. Aber das heutige Srinagar hat noch eine ganz andere Kuriosität zu bieten. Eine Kuriosität besonderer Art, die wir vielleicht nicht mögen. Aber zum Abschluss sollten wir sie uns doch ansehen. Mitten in der Stadt liegt eine 2000 Jahre alte Wallfahrtsstätte und die Religionsgemeinschaft, die sie betreut, behauptet allen Ernstes, hier liege Jesus von Nazareth begraben. Für jeden gläubigen Christen ist diese Behauptung absurd. Denn schließlich wissen wir, dass Jesus gestorben, auferstanden und am dritten Tag in den Himmel gefahren ist. Also kann es auch kein Grab von ihm geben. Oder doch? In einer engen Gasse Srinagars liegt ein ebenerdiges Gebäude mit einem kleinen Hinterhof. Die Straße trägt den sinnigen Namen »Ein Prophet wird kommen«. Das Gebäude sieht aus wie eine Mischung zwischen Kirche und Moschee. Vor dem Eingang stehen einige Wächter, die darauf achten, dass die Schuhe ausgezogen und der Kopf bedeckt wird. Schließlich eine Holztafel mit der Überschrift »Sirat Yusa«, das bedeutet »Grab« von Jesus. Aber wie sollte Jesus ins Hochland von Kaschmir gekommen sein? Der Vorsteher der Religionsgemeinschaft dort oben klärte mich auf. Nach der Kreuzabnahme
sei Jesus gesund gepflegt worden und habe mit einigen Jüngern den langen Marsch ins Hochland von Kaschmir angetreten. Denn im gesamten Römischen Reich habe für ihn schließlich Lebensgefahr bestanden. Ich wiederum frug meinen Gesprächspartner, wie er denn das beweisen wolle. Und er verwies mich auf Texte, die ich andertags tatsächlich im Staatsarchiv von Srinagar fand. Die Texte sind säuberlich datiert und geben zwei Begegnungen des damaligen Herrschers von Kaschmir mit einem Fremden wieder. Der Fremde trug weiße Linnen und saß im Gras. Rings um ihn herum mehrere Zuhörer. Der Herrscher ließ den Fremden fragen, wer er sei, und der Mann im weißen Gewand antwortete mit ruhiger und glücklicher Stimme: Ich bin geboren aus einer jungen Frau. Ich wandelte und predigte in Palästina und lehrte die Wahrheit gegen die Zerstörung der Traditionen. Sie nannten mich Messias, aber sie liebten meine Lehre nicht. Sie verwarfen die Traditionen und verurteilten mich. Ich litt sehr in ihren Händen. Glaubt man den kaschmirischen Berichten, so lebte Jesus glücklich und er unterwies die Menschen bis ins hohe Alter. Nun stand ich mittendrin im heiligen Schrein. Ein indischer Professor übersetzte mir die Grabinschrift. Sie lautet: Hier ruht der berühmte Prophet Jussu, Prophet der Kinder Israels. Im Innern dann ein zweiter, kleinerer Schrein. Der Raum ist ziemlich dunkel. Auf Balken ruhen Kreuze mit brennenden Kerzen. Und im Zentrum steht ein fein geschnitztes Getäfel, ein Schrein, geschützt durch verzierte, schmale Holzroste. Ausnahmsweise wird der Schrein geöffnet. Ein mit farbigen Tüchern behangenes Gestell kommt zum Vorschein. Sachte und Gebete murmelnd wird auch dieses Gestell zur Seite getragen. Im Fußboden erkenne ich den Oberteil eines eingemauerten Sarkophags. Die Platte ist in westöstlicher Richtung ausgelegt. Das Heiligtum zu Ehren von Jesus in Srinagar wird nicht nur von Christen, sondern auch von Hindus und Moslems besucht. Denn Jesus gilt auch für die Muslime als Prophet und vorbildlich guter Mensch. Im Nachhinein gestehe ich, dass mir in dem Grab etwas mulmig zumute war. Nur schon der Gedanke, hier könnte der Leichnam des wirklichen Jesus von Nazareth liegen, war unbehaglich. Man müsste die Steinplatten heben und das darunterliegende Grab öffnen. Erst wenn Gebeine mit den Wundmalen an Händen und Füßen zum Vorschein kämen, wäre das vielleicht ein Beweis. Auch Grabbeigaben könnten die entscheidende Auskunft liefern. Ich bin sogar der Meinung, dass dieses Grab in Srinagar um der christlichen Wahrheit willen geöffnet werden sollte. Schließlich ist es die einzige 2000 Jahre alte Grabstätte der Welt, von der behauptet wird, sie enthalte den Leichnam von Jesu von Nazareth. Die christliche Gemeinschaft müsste eigentlich ein Interesse daran haben, diese Legende aufzuklären. Oder nicht?